Hey Leute, wir versuchen es nochmal. Nochmal mit Eve. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, was hier im letzten Run passiert ist. Jetzt geben wir mal Gas. Und hoffen, dass direkt eine Bombe droppt. Nein, tut es nicht. Oh mein Gott. Schon zwei blaue Items. Ich sag nix. Gib mir einfach Bomben. Gib mir einfach Bomben. Ja. Gleich zwei. Tja, denn jetzt war auf Babylon Effekt hervorrufen irgendwie. So. Das natürlich nicht mitnehmen. Und jetzt die beiden Bomben, die beiden Teile hier aufsprengen. Mr. Mega Aspirant Basement. Gleich zwei, das ist doch nett. Und jetzt hier unten nochmal zwei und dann bin ich zufrieden. Nein. Schlüssel haben wir keinen. Gut. Dann geht's hier oben weiter. Jetzt nur kein rotes Herzen aufnehmen. Und am besten natürlich auch keine verlieren. Oh Gott, wie sind das denn? Das sind ein Haufen. Was ist denn das für ein Raum hier? Da sind wir ja ganz gut durchgekommen bisher. Noch einer. Ah, hier. Und wieder Achtung. Rotes Herz. Normalerweise gut, heute schlecht. Noch eine Bombe. Ist hier noch irgendwas zum Abstauben? Nein! Dann weiter. Aber hier ist noch eins. 10 Münzen oder noch? Nein, ich nehme ein blaues Herz. Scheiß auf die Münzen. Nach den 2 sogar. Hat sich doch gelohnt nach dem letzten Run. Puh. Das war nicht schön. Dieser Raum ist ja auch so ätzend. Oh, dafür bekommen wir Bloody Friend. Headless Baby. Macht so eine Blutspur hinter mir. Die Blutspur macht den Gegnern Schaden. Ist hier sonst noch was? Ja, hier unten. Okay, hier kann ich gar nichts machen. Ja, wir haben nichts mehr. Wir haben genug abgestaubt. Jetzt gehen wir zum Boss. Vielleicht droppt er noch Schlüssel, dann können wir nochmal hochgehen. Larry Junior, den kennt ihr ja schon. Na, wollt ihr runterkommen? Wollt ihr nicht? Jetzt vielleicht. Lauf schön in mein Blut rein. Alles mit Blut verseuchen. Du wirst sterben. Tot ist er. Ah, Poison Touch heißt das, glaube ich. Oh ne.
Damage und Range ab. Gut. Wir wollen jetzt immer wieder einen Run schaffen hier. Das heißt, wir machen hier alles kaputt. Aber jetzt geht's nicht weiter. Caves 2. Willkommen. Gut. Die können uns gar nichts. Und... oh, das ist nett. Wir können sogar hier unten jetzt rein. Ja, wir machen das jetzt direkt mal, oder? Ja, wir machen das direkt mal. Ist ja nur Monstro. Ich bin hier eigentlich schon gar so ein bisschen zu schnell. Probieren wir natürlich gleich noch. Ich muss auch jetzt noch den zweiten Boss hier töten. Und nochmal Larry Jr. Boah, das war Glück. Oh, Balls of Steel. Jetzt geht's ab. 6 blaue Herzchen. Denkt mal, da ist der Devil Deal gesichert, wenn wir uns nicht ganz dumm anstellen. Diese Fliegen mag ich. Und nochmal 5 Münzen. Ja, dann würde ich sagen, direkt ab zum Boss. Die The Devil-Karte einsetzen. Wohl machen wir das hier überhaupt? Ja, komm, das machen wir. Noch mehr Schaden. Jetzt fetzt die Gegner weg. Jetzt kein Devil Deal kommen. So sieht das aus. Hier ist ein Schatz wieder ab. Und Devil Deal. Die werde ich gerne alle drei. Wie mache ich das denn? Auf jeden Fall mal Pentagramm. Und alles droppt zweimal. Das wäre besser gewesen, glaube ich. Ich glaube, das ist garantierter Devil Deal. Naja, vielleicht kriegen wir immer noch ein AP ab. Wer weiß es schon. Der kann natürlich auch gar nichts, wenn man so schnell ist wie ich. Ja, 3 Herzchen. Das ist ja nett. Okay. Ja, 4 Schaden in der zweiten Ebene. Das kann man... so lässt sich spielen. Schon. Hier bin ich. Ja, die haben Angst vor mir. Ja, seht ihr den Unterschied zum letzten Run? Himmel und Hölle. Echt Himmel und Hölle. Letztes Mal grausam, so macht das ja schon viel, viel mehr Spaß. Okay, hier komme ich nirgends dran. Hier können wir noch reingehen. Ah, ist doch schön. Hier können wir uns noch eine Bombe kaufen. Schlüssel haben wir. Ein Bömmchen. Boah, ich gucke jetzt aber erst nochmal hier kurz unten, was hier unten noch geht. Oh, oh. Komm, komm, komm. Mach mir Platz. Badass. Ich weiß gar nicht mehr, was das macht.
Das testen wir einfach gleich mal. Hat auf jeden Fall eine ziemlich lange Aufladezeit. Wir könnten aber auch nach dem Geheimraum gucken. Oder kurz vom Boss auf der rechten Seite. Könnte das super Geheimraum sein? Ne, wir holen uns lieber ein paar Münzen. Wir haben keine mehr. Aber inklusive diesem Teil hier unten. Auch wenn wahrscheinlich nur Spinnen rauskommen. Nein, kommt gar nichts raus. So, dann geht's ab. Waren wir hier drin? Ja. Was liegt hier noch? Nur Herzchen. Okay. Dann geht's weiter. In die dritte Ebene. Kein Curse. Ich mach das. Flat Penny heißt das Ding, glaube ich. Ich wollte ja hier mal das Golden, das Horn austesten. Ne, jetzt gucken wir. Oh. Ah, jedes mit der Flat Penny macht das. Jetzt mal, wenn ich eine Münze aufnehme, habe ich eine Chance, dass auf den Schlüssel droppt. Reusable Bomb Charge. Na, testen wir erstmal das Horn, was das genau bringt. Ich habe das, glaube ich, erst ein oder zweimal gehabt. Ah, okay. Oh, ist doch ganz nett. Das nehmen wir mit. Obwohl alle zwei Räume eine Bombe werfen können, ist natürlich auch nett. Ja, aber wir sollten eigentlich so viele Bomben bekommen. Mich geschossen. Das wollen wir nicht. Dann nehmen wir lieber den Flat Penny und haben endlos Schlüssel. Hier gehen wir natürlich rein. Und holen uns noch ein blaues Herzchen. Damage ist in Ordnung, Speed ist auch in Ordnung, Herzen sind auch in Ordnung. Nur noch blaue Herzen. Das heißt, fast garantierte Devil Deal. Oh Mann, das war schlecht. Ja, guck mal, was der Boss von sagt. Piep. Den hasse ich ja auch. Das ist auch so eine Nulpe. Ganz schön was abgezogen. Ist aber auch einer der schwersten Gegner, muss man sagen. Evil, Range und Schatzspeeder. Gut. Hier unten ist noch was.
Envy. Oh Mann. So ein nerviger Gegner. Früher mal ein Spiel, da stand man unten und von oben sind einfach nur so Bälle runtergehüpft. Und man musste denen ausweichen und musste die kaputt schießen. Oh, den nehme ich lieber mit, glaube ich. Also gehen wir das Risiko ein. Im Zähnchenraum. Wir machen das. Wir haben keine Bombe. Blöd gelaufen. Dann war's das. Nächste Ebene. Oh Mann. Wir gucken erstmal, was es dazu gibt. Vorsichtiger sollte ich schon sein. Bomben. Das ist, glaube ich, ein HP ab. Aber eins kann ich ja mitnehmen, dann komme ich im Devil Deal, kann ich wieder was für ein rotes Herz kaufen. Denn die blauen Sachen, wenn man keine roten Herzen mehr hat, gibt es blaue Devil Deals. Die kosten aber meistens, so wie ich es gesehen habe, immer drei blaue Herzen. Und das ist schon ziemlich viel für einen Devil Deal. Egal welches Item es ist. Die haben zum Glück nicht so eine große Range. Dann kann man die ganz nett verprügeln. Gucken wir doch mal. Balls of Steel ist ja... Gibt's ja hier. Auch Schlüssel haben wir genug. Was macht das hier? Amnesia. Oh oh. Noch mehr Herzen. Und Batterien. Sieht schon wieder gar nicht so gut aus. Nur noch drei Herzchen. Muss man mal ein bisschen aufpassen hier. Keine Bomben mehr. Im Shop gibt's auch nichts. Schlüssel zu bekommen. Das 8 Schlüssel reichen jetzt erstmal. Ich brauche wieder Herzen. Ich sollte vielleicht einfach nicht so oft getroffen werden. Zwei Herzen nur noch.
hier ist der Boss. Müssen wir erstmal den ganzen Ramsch hier wegbekommen. Und dann den Boss. Ohne irgendwas von unserem roten Herzchen anzukratzen. Ist mit Konzentration bei Gertie durchaus möglich. Devil Deal? Ja. Oh, das ist auch schön. Damage and Ranger. Mit Level 4 Damage. 4 Damage nur? Okay. Und die Dead Cat. Ja, die nehmen wir doch in unserem Fall gerne mit. 9 Leben, 1 Herz. Das war ein schöner Devil Deal. Jetzt gucken wir auch mal noch, auch wenn ich Amnesia habe. Ob es hier nicht noch irgendwo was gibt. Wenn wir jetzt 9 Leben, kann jetzt nicht mehr ganz so viel passieren. Shop. Reusable Pill Generator. Auch nicht schlecht. Wenn es Balls of Steel gibt, das nimmer zwei. Blaue Herzen für mich. Hier müsste man mal fliegen können, um dieses blaue Herz zu holen. Okay, hier ist nichts mehr. Oben vielleicht, war ich glaube ich auch noch nicht, oder? Ah doch, hier komme ich in diesen, mit dem Geheimraum. Hier geht's weiter, hier geht's weiter, das heißt, hier waren wir auch schon. Dann eventuell hier noch. Hier waren wir auch schon. Okay, dann noch der Raum hier unten. Oh, sehr schön. Ach, die gibt es jetzt auch zweimal. Deathkarte. Macht einfach dem ganzen Raum Schaden. Mhm. Ich muss hier rum. Die hat sich noch ein bisschen gelohnt. Zwei Bomben wären jetzt auch ganz nett. Eine Bombe würde mir reichen. So, und weiter geht's. Jetzt wird's heftig. Curse of the Labyrinth. Nein, das machen wir nicht. Erst wenn wir Bomben brauchen. Oh je. Boah. Gerade noch so. Hui, heftiger Raum, kein Platz und ätzende Gegner. Zum Glück müssen wir da nicht mehr hin. Einfach mal einen Boss mitten im Raum. Naja. Und er droppt nicht mal was, das ist ja nett. Wollen die Falle von mir hier? Zwei Räume, zwei Bosse direkt hintereinander. Hä? Achso, der macht auch so ein Blutdings auf dem Boden. Mann, Mann.
Herzen, Herzen. Immer noch keine Bomben. Ja, war klar. Der nette Greed. Da droppt nochmal noch ein Item droppen, dass mich alle Items im Shop 50% weniger kosten. Hat er leider nicht gemacht. Dann hoffen wir mal, dass hier was Schönes rauskommt. Wäre ich schon im Shop? Nein. Dann gucken wir doch erstmal in den Shop und merken uns das hier an. Ja, da muss ich ran. Ui, das ist nett. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. The Sun. Das ist ja auch nett. Und was gibt's hier? Wenigstens mal Bomben. Ob die jetzt noch Poison machen, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Doch, wir waren doch hier oben schon im Shop. Ach, da war Greed drin. Ja gut, dann kann ich auch hier meine Münzen ausgeben. Es ist echt zum Kotzen. Eine Pille. Was macht die Pille? Bad Gas. Nichts macht die. Dann sprengen wir das Teil. Ist der Schlüssel in den Zähnen gewandert? Hier eventuell der Itemraum. Ja. Hier, der droppt das jetzt. Das ist doch nett. 50% kostet mich der Shop weniger. Hilft mir allerdings auch nicht mehr so viel. Es gibt nur noch einen Shop. In Depths 2. Okay, für zwei Schlüssel zwei Bomben hergeben? Nein. Oh, da habe ich einen vergessen. Das ist doch schön. Da können wir doch direkt mal hier die beiden Jungs sprengen. Und nichts bekommen. Die hier sprengen wir auch für schwarze Herzen. Raus, rein. Ach, guck mal hier. Try Baby. Sehr nett.
Oder geht's hier oben zum Boss, oder? Nein. Ui. Jetzt aber schnell hier durch. Und für was? Homing Bombs. Aber hier könnte was Schönes noch drin sein. Seht ihr? Schwarzes Herz. Nichts. 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 Oh. Puh. Gut durchgekommen. So, hier der Itemraum, den haben wir schon. Ich sag immer Itemraum, der Secret Room. Und jetzt hier in den großen Raum. Ha, Pin, mein alter Freund. Fliegen. Fliegen. Hier rechts war auch noch eine Batterie. Wegen drei Fliegen renne ich da jetzt aber nimmer hin. Hier ist noch einer. Er wollte sich wegschleichen. Oh. Können in den Teilen, in diesen Schlössern, blaue Herzen drin sein. Habe ich auch nicht gewusst. Die Zecke, nein, die nehmen wir dieses Mal nicht mit. Faith Up nehmen wir auch nicht mit. Oh. Sind wir hier schon rein? Ein schwarzes Herz noch, oder? Two Spades. Also auch nett. 20 statt 10 Schlüssel. Das ist ja eine XXL-Ebene. Das heißt, hier kommt ja auch gleich die Mom. Wieder ein bisschen was gekostet hier. Piercing Shots, auch ganz nett. Ach, ist aber nur ab und zu, ne? Naja, dann nehmen wir es nicht mit. Dann gucken wir noch, was hier drin ist. Das ist noch machbar. Oh. So, dann haben wir jetzt alles. Eventuell ist hier unten oder links das Super Secret Row. Das wäre natürlich sehr nett. Nein, natürlich nicht. Dann gehen wir mal zu Moms. Ach, erstmal. Oh, Horseman. Oh,
So, wir können fliegen. Dann gucken wir doch nochmal hier durch, auch wenn es ein bisschen nervig ist jetzt. Das muss ich schon noch machen. Ich habe nur noch ein Herzchen. Devil Eel gab es jetzt auch nicht. Ob es hier noch irgendwas gibt, was ich abstauben kann. Natürlich auf gut Glück probieren. Hier werden sie noch. Nein, auch nicht. Ich muss jetzt alle Möglichkeiten ausschalten. Mit einem Herz ist das ein bisschen schwach hier. Das ist mir zu riskant. Hier war ja auch nichts drin. Ja, man könnte hier noch eine Bombe hinlegen, da sind aber auch nur Münzen drin. Nein. Dann müssen wir es mit einem... Ups. Mit einem Herz versuchen. Geht kein Weg dran vorbei. Schaden machen wir ja. Ja, nehmen wir mit HP ab. Gucken wir mal, was passiert. Das war eng. Wir haben jetzt wieder ganz wenig Damage. Naja, müssen wir uns irgendwie durchkämpfen hier.
hier dieser Bettler uns ja was Gutes. Er nimmt auf jeden Fall einen Haufen Coins. Aber es gibt eh keine Shops mehr ab dieser Ebene. Two of Hearts. Ja, das ist doch ganz nett. Bömmchen. Mit dem ich ihn gleich wegsprengen werde. Ein Kompass. Ja, das ist nett. Okay, dann sind wir hier wohl recht richtig. Ja, wäre mir ganz recht. Hm? Oh mein Gott. Ja, die können wir nutzen, haben wir eh kein Item für. So, ich habe schon versucht, immer rauszufinden, hier soll anscheinend auch auf diesen Steinchen ein kleines X sein. Wenn das so ein Steinchen ist, wo eben entweder Kisten oder blaue Herzen drin sein können. Ich habe noch nie ein X da gesehen. Komme ich eigentlich zum Boss? Hier runter einfach. Jo, gehen wir doch da mal hin. Jetzt machen wir uns einfach mal den Spaß. Ich sehe hier nirgends ein X. Ich setze trotzdem mal eine Bombe. Wo war hier ein X? Genau. Super. Naja. Was soll's? Ah, das ist auch sowas wie Pin, nur da kann man den nur an seinem Popo treffen. Seht ihr? Das ist eine langwierige Angelegenheit. So kann man ihn gar nicht treffen. So, wieder nicht. Manchmal streckt er auch sein Schwänzchen hoch. So, und dann alles drauf, was geht. Hm, wenigstens das geht. Gut. Langwierige Angelegenheit. Action Ranger. Oh, Rotten Baby. Das nehmen wir mit, auch wenn wir dann sterben. Das spawnt immer eine Fliege. Wir leben ja gleich wieder. Seht ihr? Und haben das Rotten Baby. Das spawnt eine Fliege, dauerhaft eine Fliege und die Fliege geht immer auf die Gegner drauf. Sehr, sehr nettes Item. Sehr, sehr netter Begleiter. Guck mal da. Das ist doch auch ganz nett. Hier haben wir nochmal eine Chance, ein bisschen was abzukassieren.
weiß gar nicht, ob in Utero, wo man ja dann ein Herzschaden bekommt, ob man da auch an dieser Blutspendemaschine ein Herzschaden bekommt. Normalerweise nur ein halbes. Gucken wir einfach mal. Ja, ein ganzes. Toll. Arschlöcher. Umgedreht machen. Erst Blutspendemaschine und Spieler hier töten. Wo ist der Boss? Oben. Dann gucken wir doch mal. Okay. Jetzt probieren wir das nochmal hier. Hier ist dieses Mal nichts. Kommt noch eine? Nein. Wieder Energie. Dieses Pferdchen, also der Spacebar-Effekt, ist nur, ich drücke drauf, drücke in eine Richtung und dann fliegt er dahin. Das Ganze nochmal. Auch nichts. Ich muss, glaube ich, nach oben, ne? Ja, dann gehen wir doch dahin. Hier aufpassen. Ein Treffer tot. Sehr schön. Oh. Das macht mir auch dieses rote Blutzeug hier nichts mehr aus. Das ist sehr nett. Oh mein Gott. Bitte das Rotten Baby mit der Mücke, das macht richtig schön viel Schaden. So, da kann die Mom kommen. Moms Herz. Wird trotzdem verdammt eng mit zwei Herzen wieder. Und runter. Oh nein. 6 Leben haben wir noch. Was machen wir? Wir gucken erst nochmal in den anderen Räumen mit einem Leben dahin gehen. Ist verdammt hart. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes.
Und natürlich nichts drin. Ganz toll. Loki. Wir bekommen jetzt auch drei Bosse. Wir sind im Eventraum. Ja, kommen sie. Okay, hat mir auch nichts eingebracht. Oh oh. Ich könnte jetzt hier einfach stehen bleiben und warten, bis die Mücke hier alles kaputt macht. Ich suche immer noch nach roten Herzchen, nach Kreuzchen auf den Steinen, aber ich sehe keine. Auf gut Glück. So, hier ist noch ein Raum. Oh je. Yeah. Zwei Schlüssel, toll. Das war's, oder? Ja. Hier könnte noch der Geheimraum sein. Testen wir das mal. Nein. Okay. Dann könnte er noch hier sein. Ja. Bömschen. Das wird heftig jetzt. Also ich habe wenig Hoffnung. Tja, seht ihr. Nicht mal die erste Phase überlebt. Aber wir haben noch 5 Versuche. Enge Kiste. Aber wir haben es geschafft. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Abspannen. Und wir haben Crow Baby unlocked. Cement Rubber. So. Hat doch nochmal geklappt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.